Willkommen zurück. Heute mal auf Mittwoch, relativ ungewohnte Uhrzeit bzw. Tag, weil eigentlich senden wir Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Das hat folgenden Grund. Heute kam vor 2 Stunden um 16 Uhr die 3. Folge auf dem Grip-YouTube-Channel von unserem Project Car raus. Und ich dachte mir, dass es heute einfach mal an der Zeit ist, euch ein bisschen aufzuklären und auf den aktuellen Stand zu bringen, worum es bei dem ganzen Projekt eigentlich geht. Erstmal vorab, ich bin schon seit längerem mit Grip immer im Gespräch gewesen, weil ich für die schon öfter mal was organisiert hatte. Zusätzlich hatten wir ja die Limo schon einmal gedreht, das ist allerdings mittlerweile 2-3 Jahre her und war auch fürs TV. Was hast du jetzt gerade gemacht? Meine ganzen Zusatzpumpen, Lüfter, Wassermeter-Null-Einspritzung. Einmal alles aktiviert, was man so aktiviert. Wassermethadon-Einspritzung? Im Teil, 1000 PS schlummern, das glaubt kein Mensch. Da denkt jeder, wenn der an die Tankstelle kommt, dann guck mal hier, der hat sein Audi da ein bisschen tiefer gelegt und schicke Felgen drauf gemacht. Ne? Aber dass der alles im Prinzip verblasen kann, was auf der Autobahn unterwegs ist, das denkt kein Mensch. Dann hatte ich ja einmal bei Core diesen Lambo-Dreh organisiert auf dem Prüfstand. Es ist wirklich cool, so ein Auto mal in Deutschland bzw. Europa mal wirklich live anzutreffen. Sind sehr, sehr selten gehalten, diese Lambo-Vitoro-Umbauten. Na, Philipp überwacht die Messung am Laptop. Mechaniker Kai sitzt am Steuer und gibt Gas. Das ist halt schon, ich sag mal, die Ausfahrtabstimmung. Und so waren wir schon immer im Gespräch und hatten schon die ganze Zeit immer überlegt, dass wir mal was zusammen machen. Das heißt, diese Gespräche zu diesem Project Car gibt es bestimmt schon seit 3, 4, 5 Monate so in dem Dreh. Und so lange hat das Ganze gedauert, bis wir das dann endlich alles eingetütet hatten. Ich wollte immer für Grip mal was Cooles machen. Das heißt, nicht so diese typischen Beiträge, die sonst immer haben, sondern das, was wir eigentlich immer machen. Das heißt, tuningmäßig wirklich ins Detail gehen. Und für die Grip-Zuschauer, die sich halt von meinem Publikum ein bisschen unterscheiden, ein cooles Auto bauen. Da hat sich natürlich YouTube perfekt für angeboten, weil wir das dort natürlich viel, viel, viel detaillierter machen können als im TV, weil einfach mehr Sendezeit, mehr Möglichkeiten und so weiter. Und genau deswegen sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir jetzt diesen Golf 3 bauen. Dazu muss ich sagen, der Golf 3 ist schon seit eh und je bei uns im Familienbesitz. Das war das erste Auto von meinem kleinen Bruder. Gehörte vorher meiner Oma. Und deswegen hat sich dieses Auto einfach perfekt angeboten, um den halt auf VR6 Turbo zu bauen. Dazu kommt VR6 Turbo, der eine oder andere weiß auf jeden Fall Bescheid. Da ist Marius natürlich perfekt im Bilde und kennt die Technik in- und auswendig. Und somit ist es natürlich für uns vom Zeitlichen her noch im Rahmen. Eigentlich ist es trotzdem ein krasser Zeitaufwand, zusätzlich nochmal ein Projekt reinzuschieben. Aber dadurch, dass wir halt alles hausintern machen, das heißt, wir schrauben das Auto hier bei mir an der Firma. Ich zeige euch gleich mal die Garage, wo wir das Ganze machen. René hinter der Kamera filmt das Ganze. Wir senden nur das Material an RTL 2 und die schneiden dann dort ein Filmchen raus. Zusätzlich natürlich Marius ständig am Helfen, mein kleiner Bruder, das Mädchen für alles, wie er von RTL 2 gekürt wurde, hilft auch kräftig und so ist es überhaupt möglich, dass wir dieses Projekt umsetzen. An sich definitiv coole Sache. Meistens kommen die Folgen immer auf den Mittwoch. Vor 2 Stunden kam gerade Folge Nummer 3. Zieht euch die auf jeden Fall auf den Grip-Channel rein. Ist vom Schnitt her ganz was anderes, wie wenn wir das posten würden, senden würden, weil es einfach ein bisschen mehr auf puncto Unterhaltung und nicht ganz so auf puncto Technik ist. Ist für uns aber auch was Neues und unterm Strich können wir alle nur was dazulernen und es wird auf jeden Fall geil, definitiv. Bisher sind wir sehr, sehr, sehr überrascht, sowohl von der Resonanz als auch der Reichweite als auch dem Auto, weil ich kann euch so viel schon sagen, ihr werdet alle das Auto ja später eh noch sehen, weil das Auto bleibt natürlich danach in unserer Hand. Das Auto wird auf jeden Fall geil. Also es wird auf jeden Fall ein waschechter, klassischer Sleeper, dem man von außen absolut gar nichts ansieht. Ist definitiv in der Qualität gebaut, wie man es von Marius und mir gewohnt ist. Das heißt, wir gehen wirklich wieder sehr, sehr, sehr ins Detail und machen alles sauber, lackieren es, pulvern es und, dass das Auto wirklich am Ende passend zu unseren anderen Projekten umgebaut ist. Ja, wo soll die Reise hingehen? Golf 3. VR6 Turbo, das Auto bleibt Frontantrieb, weil das Ganze soll halt im Rahmen von Low Budget erstmal gebaut werden.
Das heißt, wir können nicht allzu viele teure Teile anbauen, haben deswegen auch einen gebrauchten Turbolader, gebrauchten Krümmer und eine gebrauchte Kupplung genommen, sodass das alles vom Budget her im Rahmen bleibt. Deswegen bleibt es auch Frontantrieb, weil so ein Auto als Frontantrieb einfach viel günstiger ist als ein Allrad. Alleine schon deswegen, weil man halt erstmal eine Golf 4 Synchro-Karosse finden muss. Das ist definitiv gleich eine andere Liga als eine ganz normale Frontantriebkarosse. Aber wir sind alle der Meinung, dass man bei diesem Auto Golf 3 VR6 definitiv für den bezahlbaren Geldbeutel schon ein richtig cooles Ergebnis bekommt. Gerade weil es ja die Golf 3 VR6 auch serienmäßig gab und deswegen da natürlich viele Bauteile es einfach fertig gibt und man gar nicht groß erst auf die Suche gehen muss, selber bauen muss und und. Ich würde sagen, genug gequatscht. Ich zeige euch mal das Auto und dann gehen wir da noch mal ein bisschen weiter drauf ein. So, und schon sind wir auch am Auto. Hier steht die Praline. Golf 3, wie gesagt, erste Hand, hat aktuell 68.000 Kilometer erst. Deswegen macht es auch Spaß, dieses Auto umzubauen, weil bis auf einen Kotflügel war das Auto wirklich annähernd rostfrei. Ich will jetzt aber nicht zu weit in die Details gehen, weil das könnt ihr euch alles auf dem Grip YouTube-Channel angucken. Dort sind bereits Folge 1, 2, 3 online. Da könnt ihr euch die ganze Geschichte nochmal angucken. Ich wollte euch nur einmal auf den aktuellen Stand bringen und auch nochmal darauf hinweisen. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, bei Grip teilzunehmen, dort auch fleißig zu kommentieren, euch die Videos reinzuziehen und so weiter. Golf 3. Mittlerweile ist der Motor drin. VR6. Ist ein 2,8 Liter geblieben. Die üblichen Sachen, die man für so einen Turbo-Umbau tauschen muss. Ansaugbrücke, Krümmer, Turbolader, andere Pleuel drin, um die Verdichtung zu senken. Andere Kupplungen und. Werdet ihr aber im Rahmen dieser Videoreihe nach und nach werden wir das alles nochmal wieder hochholen. Und am Ende wisst ihr auf jeden Fall ganz genau Bescheid, wie, wo, was hier verbaut ist. Ich persönlich, um nochmal so ein bisschen persönliche Note reinzubringen, freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Auto. Ich selber habe nämlich noch nie ein Frontantriebauto für die Straße besessen. Also für die Straße heißt, wir bauen das Ganze schon als Sleeper, Straßenauto, wie auch immer, und nicht als Racecar. Und so freue ich mich wirklich drauf, mit dem Auto später auf der Straße ein bisschen unterwegs zu sein. Ein bisschen zu gucken, was das Ding so kann. Vielleicht können wir mal ein paar Zeiten fahren. Werden mit Sicherheit auch mal auf dem einen oder anderen Event mit teilnehmen. Allerdings, eigentlich ist das Auto schon für die Straße gebaut und mal wieder an ein paar Treffen teilzunehmen. Mal gucken, vielleicht nehmen wir das Auto mit zum Wörthersee, weil Plan ist auf jeden Fall, dass das Auto in den nächsten 2 bis 4 Wochen fertig ist. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir haben schon ein paar Toyos montiert, damit das traktionsmäßig auf jeden Fall auch in die richtige Richtung geht. Darunter verbirgt sich auch schon eine S3-Bremse, ganz wichtig für die Straße. Größer geht auch nicht, weil wir wollten unbedingt diese originalen 16 Zoll Jubi-Felgen fahren. Und ja, am Ende glaube ich, gerade so mit diesem Oma- und Sleeper-Charakter wird das definitiv ein witziges Auto. Was hast du dazu, René? Wie findest du das Ganze? Ich finde es gut, ja. Passt, ne? Ja. Ist halt mal ganz was anderes. Wir können, sobald das Auto fährt, euch komplett andere Videos mal liefern. Einfach auch so... Wir können vielleicht mal wer mitnehmen in so einem Auto, ist auch kein Problem. Bei unseren Rennautos ist ja immer das Problem, dass man schwer wer mitnehmen kann. In dem Fall ist das auf jeden Fall einfacher, weil hat 4 Sitze und ist natürlich von der Technik her auch, bis auf das schlechte 02A-Getriebe, definitiv viel standfester als das, was wir sonst so bauen, weil VR6 mit 500 PS kann das einfach. Das heißt, hiermit können wir fahren. Hier seht ihr schon den nächsten VR6 Motor, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Das wird nämlich Marius Aggregat. In den nächsten Wochen bauen wir den auch noch zusammen. Marius Auto bekommt nämlich komplett neuen Motor, dezenten neuen Turbolader und dann kriegt ihr noch mehr VR6 Technik, also es wird definitiv nicht langweilig. Das Ganze ist für uns natürlich auch eine extrem neue Erfahrung als Team, weil wir komplett anders filmen und auch anders schrauben.
Wir gehen da ein bisschen, ich sag jetzt mal, organisiert damit um. Das heißt, wir wissen im Vorfeld schon, welche Szenen wir haben wollen. Diese Szenen müssen wir A in der richtigen Reihenfolge schrauben, weil als Beispiel, wenn etwas eingebaut ist, können wir nicht nachträglich es wieder ausbauen. Und zusätzlich müssen wir natürlich auch immer die passenden Videosequenzen, Bildausschnitte, den passenden Ton und alles parat haben. Das fiel uns anfangs nicht ganz so leicht, oder wie siehst du das, René? Es ist schon anstrengender. Ist auf jeden Fall ganz was anderes, weil bisher konnten wir einfach immer drauf losfilmen und haben dann unser eigenes Video rausgemacht. Jetzt filmen wir genauso drauf los, müssen uns aber schon gewiss weit im Vorfeld überlegen, welches Ergebnis wollen wir haben. Und ja, ich denke, man lernt nie aus, ist für uns auf jeden Fall geil. Wir haben jede Menge gelernt und gefühlt wird es auch immer besser, oder? Finde ich auch, ja. Wird besser, ne? Auch unsere eigenen Videos dadurch. Genau deswegen kriegt ihr jetzt auch noch so ein bisschen Making-of oder so ein paar Sequenzen von hinter der Kamera, die wir vielleicht nicht gezeigt haben, weil es ist auf jeden Fall mit den Jungs für mich auch immer extrem witzig, weil wir machen natürlich auch viel Blödsinn immer zwischendrin, was man meistens leider nicht auf der Kamera hat. Aber in dem Fall haben wir auf jeden Fall mehr witziges Zeug hinter der Kamera gefilmt als sonst. Und genau deswegen kriegt ihr jetzt zum Abschluss noch ein bisschen witziges sehen. Und Action. Ja, hier jetzt nochmal ganz gut zu sehen. Das ist ja ein Schaltfahrzeug und den Schaltturm können wir später in dem Golf auch übernehmen. Den Schaltturm? Schaltturm. Achso, Entschuldigung, dann nochmal. Ich hab den Schaltturm. Den Schaltturm. Ja, ich sage Schaltkulisse, ist besser. Okay, fang nochmal. Warte kurz. Der Gerät. Den mach ich ja. Trippel. Den so hart. Könnt ihr jetzt einfach kurz aufhören? Ich halte euch fest. Ich will es jetzt gar nicht in Film machen. So, alter Sahara-Trick. Okay, die dritte. Ich glaube, ich krieg's nicht hin, ohne zu lachen. Weißt du, ich zahm mal drauf, ihr tropft da so. So schlecht. So, alter Sahara-Trick zum Festhalten der Bremsscheibe. Das ist auch bescheuert. Viele Zuschauer haben gefragt, warum wir nicht den Passat umbauen. Ja, also das Auto ist ja eigentlich, also der Golf 3 ist ja eigentlich schon immer bei uns im Familienbesitz und stand jetzt die letzten Jahre nur rum, ohne Funktion. Ich habe den, was weiß ich. Alter, wo hast du das jetzt alles her?